Einen wunderschönen guten Morgen heute hier zum Schulstartgottesdienst. Es ist richtig schön, so viele strahlende Gesichter zu sehen und auch Menschen zu sehen, die alle endlich sagen oder die alle mit mir wahrscheinlich einstimmen würden, endlich sind die Sommerferien um. Oh, die waren so lange und so heiß und so unangenehm. Endlich wieder Schule und endlich wieder Arbeiten, endlich wieder Familienalltag, endlich wieder mal morgens richtig stressig aufstehen und sich zur Schule oder zur Arbeit oder zur Uni abmühen. Oder? Denkt ihr genauso wie ich? Ja, einige freuen sich, einige sind hin und her gerissen. Und was aber, wo ihr wahrscheinlich alle mit einstimmt, ist, dass ihr sagt, endlich wieder zwei Gottesdienste und endlich mal den Schulstartgottesdienst. Ein ganz besonderes Event in unserem Jahr, auch heute um 9.30 Uhr. Richtig cool, dass auch die Kinder heute mit dabei sind. Und die haben den Gottesdienst auch mitgestaltet, viele von denen, und werden deswegen auch am Anfang mit dabei sein. Hallo auch an unsere Online-Community, die zu Hause wahrscheinlich noch am Frühstückstisch sitzt oder auch vielleicht noch beim Abendessen, je nachdem, wann ihr es anguckt. Schön, dass auch ihr mit dabei seid. Es ist richtig gut, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Hallo auch an die, die jede Woche da sind und auch an unsere Gäste. Ich freue mich riesig auch, dass heute so eine bunte Mischung an Menschen auch hier vorne auf der Bühne ist, in den Reihen sitzt. Und heute haben wir auch einen Special Guest, der gleich beim Lobpreis noch mit dabei sein wird. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf und auch die ganzen Kinder. Und wir wollen diesen Gottesdienst starten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte direkt am Anfang beten, deswegen dürft ihr auch aufstehen, weil ihr gleich auch euren Körper braucht beim ersten Lied. Und ich bete noch und ihr könnt gemeinsam im Gebet auch dann am Ende Amen sagen, wenn ihr es auch so gut findet wie ich. Du großer Gott, danke für unsere Ferien, danke für die Erholung, danke für den Neustart. Danke, dass du unseren Körper reaktivierst, unsere Gedanken, unsere Emotionen. Danke, dass wir jetzt unser Herz mit dir teilen dürfen. Du hast uns heute hier wieder neu hinbewegt, an diesen Ort. Wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir wollen gemeinsam sensibel sein für unsere Mitmenschen, für das, was du uns heute sagen willst, durch die Predigt. Du sprichst uns zu, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und das feiern wir hier an diesem Ort. Amen. Wir haben heute ja einen Gottesdienst und vielleicht habt ihr es schon bemerkt, es geht immer wieder um das Thema Bewertung. Und darum soll es auch jetzt in der Predigt gehen. Bewertungen. Ich weiß nicht, ob ihr hier vielleicht sitzt und auch die ganze Zeit schon innerlich am Bewerten seid. Die Sprechweise von dem einen, das ist aber nicht so gut. Das Lied, das mag ich jetzt nicht so gerne. Ihr habt doch das Interview gehört, da ging es ganz viel darum, wie Bewertung im Alltag auch aussieht. Dass in der Schule bewertet wird, auf der Arbeit wird bewertet, im Zwischenmenschlichen wird auch bewertet. Überall taucht Bewertung in unserem Alltag auf. Sogar wenn wir zum Arzt gehen, werden wir bewertet. Sind wir gesund, sind wir krank, wie gesund, wie krank. Und es ist schon echt verrückt, dass wir die ganze Zeit unter dieser Bewertung stehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, wenn ich so Bewertungen abbekomme, ob es Noten sind, oder ob es Blicke sind oder ob es Worte sind, dass ich manchmal denke, das ist richtig ungerechtfertigt. Du weißt doch gar nicht, was dahinter steht. Dass ich eine Geschichte damit habe und dass mein Verhalten, wie es jetzt gerade ist oder was ich gerade tue, dass das einen Grund hat und du bewertest mich hier gerade einfach, aber du weißt gar nicht, was dahinter steht. Oder wie in dem Theaterstück, wenn plötzlich so ein EU-Kommissar ankommt, keine Ahnung hat vom Fach, und Äpfel mit Birnen vergleicht und sagt, ach, Bananen sind doch unwichtig. Und da von außen dazukommt und einfach eine Bewertung gibt, obwohl er eigentlich gar keine Ahnung hat. Und man steht daneben und denkt sich, das ergibt doch eigentlich gar nicht so viel Sinn. Es ist doch gar nicht gerecht, dieses Urteil, was du da fällst. Und ganz oft ist es doch auch situationsabhängig oder stimmungsabhängig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr richtig gut gelaunt seid und von einem richtig guten Tag, von einem richtig guten Treffen von jemandem oder von einem leckeren Essen nach Hause kommt und dann begegnet euch irgendjemand, da ist es viel leichter, kommt euch ein Lob über die Lippen und ihr sagt, hey, das T-Shirt, was du anhast, steht dir richtig gut. Da kommt viel schneller ein Lob raus,
als wenn man gestresst nach der Arbeit nach Hause kommt und irgendjemand einem begegnet und auch nur was ganz Kleines passiert und man direkt voll genervt ist und eine Bewertung sagt, ah, das war jetzt aber gar nicht gut, was fällt dir denn ein? Bewertungen im Alltag haben ganz oft was mit unserer Stimmung, mit unserer Situation, in der wir sind, zu tun und ist ganz oft ungerechtfertigt. Und ich suche erstmal kurz den PowerPoint-Präsentations. Und ich finde es voll spannend, an die großen Fragen ins Leben zu gehen und sich Gedanken zu machen, nicht einfach nur über die kleinen Bewertungen, die wir im Alltag erleben, die uns ja auch beeinflussen. Unsere Stimmung, wenn wir ein Lob bekommen, ist viel besser, als wenn wir Kritik bekommen und die ganze Zeit kritisiert werden. Und auch auf der Arbeit sind wir leistungsfähiger, wenn wir Lob bekommen und wenn unsere Arbeit als gut bewertet wird, als wenn wir die ganze Zeit nur kritisiert werden und gesagt wird, das muss anders sein, das ist nicht gut, was du machst. So Bewertungen beeinflussen uns. Und eine ganz große Frage im Leben ist ja auch, wie eigentlich diese grundsätzliche Bewertung ausschaut. Also nicht nur, wie vielleicht ein Verhalten oder ein Outfit oder ein Essen, was man gekocht hat, ist, sondern wie du bist, wie ich bin, wie wir ganzheitlich als Mensch sind. Ich finde, das ist so eine große Frage. Ist der Mensch eigentlich gut? Ist der Mensch eigentlich schlecht? Da gibt es richtig viele verschiedene Meinungen zu. Und ich glaube, dass je nachdem, wie wir das für uns beantworten, dass das einen riesengroßen Einfluss darauf hat, wie wir uns sehen, wie wir andere sehen, wie wir in dieses Leben gehen. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Glaubst du, dass der Mensch gut ist oder glaubst du, dass der Mensch im Kern schlecht ist? Ich habe auf Instagram die letzte Woche eine Umfrage gestartet. Ein paar Leute von euch haben auch abgestimmt. Fand ich sehr spannend zu sehen. Da gab es eben drei Optionen. Glaubst du, dass der Mensch im Kern gut ist, schlecht ist oder keine Ahnung? Keine Ahnung muss man heutzutage auch immer angeben, weil die meisten sagen immer keine Ahnung. Und es haben 52% haben von den Leuten, die beantwortet haben, haben gesagt, der Mensch ist im Kern gut. Und 36% haben gesagt, der Mensch ist im Kern schlecht. Und die anderen konnten sich nicht entscheiden oder haben sich für die dritte, keine Ahnung, Option entschieden. Und ich frage mich, wenn du vielleicht auch drüber nachdenkst, ist der Mensch im Kern gut oder schlecht, auf welcher Grundlage du das entscheidest? Ich finde, es ist super wichtig und deswegen feiern wir auch Gottesdienst, weil wir uns auf Gott ausrichten wollen, dass wir Gott fragen, hey Gott, was denkst du eigentlich darüber? Wie bewertest du uns Menschen? Bewertest du uns, dass wir gut sind oder dass wir schlecht sind? Und ich habe ein paar Bibelverse mal rausgesucht. Ich habe mal gesucht an ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel, wo etwas dazu gesagt wird, wie Gott uns Menschen sieht. Da ist zum Beispiel in 1. Mose 1, direkt bei der Schöpfung, wo Gott sagt, wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Also schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Dieses sehr gut steht über dieser Schöpfung. Und dann in dem Psalm, ein paar tausend Jahre später, wo David ein Lied an Gott geschrieben hat, da schreibt er, denn du hast den Mensch nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Also auch wieder voll eine Wertschätzung, wie gut der Mensch ist. Nur wenig geringer als Gott. Oder in Epheser 2 ein Brief, was Paulus geschrieben hat, wo er schreibt, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir unser Leben damit gestalten. Also auch wieder, wir sind ein Meisterstück. Das lesen wir in der Bibel, was über uns als Menschen steht. Wir sind gut geschaffen. Und auch wie wir im Theater gesehen haben, wir sind zwar unterschiedlich, die ganzen Obstsorten, es gibt Bananen, es gibt Äpfel, es gibt Birnen, super unterschiedlich. Jeder ist irgendwie einzigartig auf seine Art und Weise, aber jeder ist wertvoll. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und ist an sich gut.
Das ist so ein bisschen die Ursprungsform quasi. Wir sind gut geschaffen. Aber ehrlich gesagt, und das hat mir in der Vorbereitung auch ein bisschen, ist mir nicht so ganz gefallen, weil ich auch ein sehr optimistischer Mensch bin, gibt es in der Bibel sehr, sehr, sehr viel mehr Stellen, die noch ein bisschen eine andere Sicht auf uns Menschen werfen. Es gibt ganz schön viele Stellen, wo es ein bisschen anders heißt. Zum Beispiel auch wieder in 1. Mose 8, das ist direkt nach der Sintflut mit der Arche Noah. Da sagt Gott, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken und wenn die Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Das klingt ein bisschen anders. Gedanken und Taten sind von Kindheit an böse. Oder auch wieder ein Psalm, ein Lied von Psalm 14, wo da steht, nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse. Es gibt keinen, der Gutes tut. Der Herr sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und nach Gott fragt. Aber sie haben sich alle von Gott abgewandt und sind nun alle verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einmal einen. Krasse Worte, krasse Bewertung. Oder auch in Markus 7, wo Jesus sagt, es sind die Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken, wie Unzucht, wie Diebstahl und Mord, Ehebruch, Stolz, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Unvernunft. Und alle diese üblen Dinge, die kommen von innen heraus. Und die sind es, die den Menschen unrein machen. Das klingt jetzt auch nicht nach, hey, ihr Menschen, ihr seid sehr gut, super, können wir genauso weitermachen, sondern es klingt eher ein bisschen dunkler. Und auch in dem Brief von dem Paulus aus Epheser 2, vielleicht ist es euch aufgefallen, da steht nicht, der Mensch ist ein Meisterstück, sondern da steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Ich finde, da stellt sich schon die Frage, ja, und was sind wir außerhalb von Jesus? Vielleicht waren wir mal im Kern gut. Vielleicht, ich glaube, am Anfang war die Menschheit, hat Gott sie gut geschaffen. Und da stand dieses sehr gut. Wir sind gut geschaffen. Aber im Laufe der Zeit sind wir schlecht geworden. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, oder das habe ich mich zumindest gefragt, hey, aber wenn wir doch gut geschaffen sind, aber die Menschheit sich direkt so schlecht entwickelt hat, dass wir jetzt von Grund auf schlecht sind und böse, dann ist es doch nicht gut geschaffen. Hat sich Gott das vielleicht irgendwie schlecht überlegt? Aber ich glaube, das hat ganz viel, und ich bin mir sicher, dass es mit dem freien Willen zu tun hat, weil Gott uns nämlich einen freien Willen gegeben hat, dass wir entscheiden können, hey, möchte ich das Gute oder möchte ich das Schlechte tun? Und dieser freie Wille ist gut, damit wir Liebe leben können, damit wir überhaupt leben können, damit wir Mensch sind. Aber es ist eben auch ein Problem und wird uns zum Verhängnis, weil wir tun dadurch Schlechtes. Immer mal wieder, wir haben einen freien Willen und immer mal wieder kommt es auch vor, dass was Schlechtes aus uns rauskommt. Zum Beispiel kennt ihr das vielleicht, wenn man anfängt, irgendwie so eine Notlüge einzubauen und dann kommt man da nicht mehr raus und um die aufrechtzuerhalten, muss man weiter lügen und nochmal lügen und da nochmal nicht die Wahrheit verdrehen und nicht die Wahrheit sagen. Und irgendwann kommt man gar nicht mehr raus aus diesem großen Lügengeflecht, weil es immer stärker wird. Eine schlechte Entscheidung zieht meistens ganz, ganz viel schlechte Dinge noch nach sich. Oder auch, wenn in einer Familie Gewalt passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass die ganzen Kinder auch wieder in ihren Familien später, Jahrzehnte später, Gewalt anwenden, ist super hoch. Also es ist wie so eine Abwärtsspirale. Wenn wir etwas Schlechtes tun, da kommt ganz viel Schlechtes hinterher. Und ich habe jetzt gerade Beispiele gesagt von einer Generation, von einem Menschen. Aber wenn wir das auf die Menschheit beziehen, hey, die erste Generation hat schon angefangen, Schlechtes zu tun. Wie groß, wie weit unten von dieser bösen, von dieser Abwärtsspirale vom Schlechten sind wir jetzt heutzutage, wenn jede Generation immer wieder schlechte Dinge auch dazu tut. Und ich frage mich, ist das wirklich so? Ich finde, wie gesagt, ich bin ein optimistischer Mensch und ich liebe es, Positives durch Lebens zu gehen. Aber
Wir sehen ganz oft Machtmissbrauch, Egoismus, Verletzungen, Diskriminierung, ausbeutende Systeme, Naturzerstörung, wenn wir so durch die Welt gehen. Also ich finde, das ist nicht so weit hergeholt, dass man sagt, ja, der Mensch ist wirklich schlecht, er kriegt es nicht hin, wirklich das Gute zu tun. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man auch sehen, dass der Mensch auch gute Dinge tun kann, dass er richtig hilfsbereit sein kann, liebevoll leben kann und dass er die Natur schützen kann, dass er sich für Rechte anderer einsetzen kann. Aber das ist leider lang nicht immer so und lang nicht in so einer Tiefe und Langfristigkeit, wie es eigentlich gut wäre. Mal setzen wir uns für was Gutes ein, mal hilft jemandem, aber in der Gesamtheit ist das gar nicht mal so gut. Und Gottes Maßstab von Gut ist ziemlich hoch. Sein Gut ist nicht nur so ein bisschen mal gut und kurzfristig gut, sondern komplett gut, rein gut. Und ich glaube und bin mir sicher, dass wenn wir uns, und ich sehe es immer wieder, wenn wir uns damit vergleichen, dann schneiden wir bei Gottes wirklich gutem Maßstab ganz schön schlecht ab. Auch wenn wir manchmal optimistisch sagen, naja, ist doch nicht so schlimm oder wir sind doch auch gut. Aber dieses auch gut ist nicht dieses richtig gut. Und was auch sehr spannend ist, fand ich bei den ganzen Texten, wo in der Bibel positiv von Menschen geredet wird. Wir sind ein Meisterstück, wir sind sehr gut geschaffen. Das hat immer etwas zu tun, wie der Mensch in Bezug und in Beziehung zu Gott steht. Wir sind seine Schöpfung. Wir sind als Menschen inspiriert von Gottes Sein. So hat er uns geschaffen, als sein Ebenbild. Wir sind sein Meisterwerk, sein Meisterwerk. Wir sind Menschen, die in Beziehung zu Gott stehen. Und das ist unsere Bestimmung. Das ist das, wie wir Menschen funktionieren und existieren. Um das ein bisschen zu verdeutlichen und auch zwei, drei Auswirkungen davon zu zeigen, habe ich diese Lampe mitgebracht. Das soll ein Bild sein für uns. Wir sind wie diese Glühbirne. Wir sind detailreich geschaffen mit ganz vielen kleinen filigranen Dingen. Wir sind rund, wir sind gelb, wir sind weiß, wir sind ganz unterschiedlich. Aber wir sind gut gemacht, ein Meisterwerk. Und diese Lampe, die soll für Gott mal eine Verdeutlichung sein. Und Gott hat uns eben geschaffen und hat uns ins Leben gerufen. Und wir dürfen leben und dürfen leuchten. Und er hat uns geschaffen und an einen bestimmten Platz gesetzt und hat gesagt, du bist in deiner Art, wie du geschaffen bist du sehr gut. Und das Erste ist, hey, lass uns von dieser grundsätzlichen Bewertung, dass wir Ebenbilder Gottes sind, dass wir gut geschaffen sind, lass das unser Leben beeinflussen, dass das unser Leben prägt und nicht das, wie andere uns bewerten. Oh, das ist aber viel zu klein. Ah, das ist aber viel zu hell, viel zu gelb, viel zu krumm, viel zu komisch geformt. Es gibt so viele Bewertungen. Lass uns Gottes Bewertung, das ist sehr gut, wir sind sehr gut geschaffen, über unserem Leben stehen und davon beeinflussen lassen. Und als Zweite, was das verdeutlichen kann, ist in Bezug auf das Schlechtsein von Menschen. Und zwar die Ermutigung, konstruktive Kritik von Gott anzunehmen. Bei so einer Lampe passiert es ja auch immer mal wieder, ich weiß nicht, ob ihr das von zu Hause kennt, dass sich da Staub drauf legt. Da kommt ganz, außer ohne irgendwas zu machen, kommt Staub drauf und es verdreckt. Und oft ist es auch, können wir nochmal zurückgehen? Ja. Und oft ist es auch, dass wir im Leben, durch das, was wir tun, was wir denken, dass was Schlechtes passiert, dass wir verdrecken. Und nicht nur in unserem Leben, sondern es ist auch, dass wir von der Menschheit insgesamt immer wieder ganz viel Dreck haben. So viel Dreck, auch in der Fassung drin, dass dieser Kontakt zu Gott ganz oft gestört ist. Und wir gar nicht so richtig in unserer Bestimmung sein können, weil da Dreck zwischen ist. Und dass nicht diesen Kontakt zu der Energie haben kann. Oder es ist so viel Dreck drumherum, dass es gar nicht leuchten kann. Es ist Realität, dass ganz viel Schlechtes aus uns rauskommt und dass immer wieder der Mensch leider nicht so gut ist, wie wir immer wieder denken und nicht in seiner Bestimmung als Mensch lebt und leuchtet, sondern eher verdreckt oder anders ist. Und Gott ist einer, der diesen Dreck auch sieht und der sagt, hey, ich möchte dir konstruktive Kritik geben. Guck mal, hier ist ganz viel Staub. Wenn wir den wegmachen würden, dann würdest du viel heller leuchten. Oder guck mal, hier unten in dieser Fassung ist Dreck dran. Wenn ich das wegmache, dann kannst du wirklich leuchten. Dann kannst du viel mehr deiner Bestimmung nachkommen.
Aber Jesus ist, Gott ist nicht nur einer, der konstruktive Kritik gibt und kritisiert, sondern Gott ist auch einer, der direkt sauber macht, der es zumindest anbietet, sauber zu machen. Das ist, dass er sagt, hey, oder wenn wir uns für Jesus entscheiden, und so eine Entscheidung, die wir im Leben treffen können, dann nimmt Jesus uns, oft nimmt er uns aus unserem gewohnten Lebensumfeld überhaupt erstmal einmal komplett raus und macht das ganze Ding erstmal sauber, dass nichts mehr dazwischen sein kann, zwischen dem, was zwischen Gott und uns Menschen, was dazwischen steht. Und er macht uns sauber und lässt uns wieder in diese Verbindung reinkommen. Und es ist wichtig, dass wir das Jesus machen lassen, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Lampe gesehen habt, die sich selbst sauber gemacht hat. Das geht nicht. Es braucht eine externe Hilfe. Es braucht jemanden, der von außen kommt und sauber macht. Und durch Jesus können wir sauber gemacht werden und nochmal einen Neuanfang haben, dass hier das Grundding stimmt. Staub kommt immer wieder drauf. Aber da dürfen wir auch konstruktive Kritik einfordern. Und Jesus freut sich darum, das sauber zu machen, dass wir wieder hell strahlen können. Und gleichzeitig ist es aber auch eine lebenslange Herausforderung. Einmal ist es diese Einmalentscheidung, dass wir zu Jesus sagen, hey, wir wollen in Verbindung mit Gott sein. Du musst mich sauber machen dafür und mein Leben verändern. Aber es ist auch ein lebenslanges Dranbleiben. Weil wir als Menschen, wir haben oft so ein Drall, dass wir in die Unabhängigkeit von Gott wollen. Wir drehen uns immer so ein bisschen weg von Gott. Weil wir denken, ich kann das doch auch gut einschätzen, was jetzt gut und was schlecht ist. Ich brauche dafür nicht Gottes Maßstab. Und wir kommen immer wieder ein bisschen raus von ihm. Und dazu ist es so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, hey, lass uns zurückdrehen zu Gott. Was wollen wir mit einer Lampe anfangen, die die ganze Zeit so flackert? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine flackernde Lampe in einem Zimmer gehabt habt. Das ist echt anstrengend. Und dann kann das kleine Licht, was an ist, noch so gut sein. Hey, aber ich tue doch was Gutes. Guck mal, hier ist immer mal wieder so ein kleines, helles Licht. Aber in der Gesamtheit flackert das, geht mal ganz aus und flackert. Und selbst wenn das Licht manchmal gut ist, ist es in der Gesamtheit nicht gut. Und so ähnlich ist es bei Menschen. Wir können immer wieder kleine, gute Sachen machen. Aber wenn wir nicht fest in Jesus sind, mit Gott verbunden sind, dann ist das nicht gut. Ein flackerndes Licht ist kein gutes Licht. Also wirklich die Ermutigung, sich immer wieder festzuziehen, in diese Beziehung zu Gott wieder reinzudrehen, sich, weil Gott so gut ist und so geschaffen hat, dass wir dahin gehören. Und jetzt am Ende habe ich nochmal drei ganz praktische Dinge für euch. Einmal für heute, wo ihr euch gleich auch noch ein bisschen kurz Gedanken machen könnt, aber auch für die nächste Woche. Einmal ein Zuspruch, eine Bitte und eine Herausforderung. Einmal diesen Zuspruch, vielleicht hast du das noch gar nicht so häufig gehört oder du brauchst es immer wieder als Erinnerung, so wie wir Menschen sind. Es ist eine Rettung da aus dieser Abwärtsspirale vom Bösen. Das Schlechte wird immer mehr. Wir sind auf dieser Abwärtsspirale unterwegs, weil eine schlechte Entscheidung ganz viele nächste schlechte Entscheidungen nach sich ziehen und Konsequenzen haben. Aber ein Neuanfang ist möglich. Rettung aus dieser Abwärtsspirale ist möglich. Ein Neuanfang ist da. Jesus hat das schon ermöglicht und hat durch sein Menschwerden, durch sein Leben, durch sein Sterben und Auferstehen, hat er das möglich gemacht. Und er bietet es jedem von uns an, wieder einen Neuanfang machen zu dürfen, rauszukommen von dieser Abwärtsspirale und in die Bestimmung, wozu wir bestimmt sind, einzutauchen und zu leuchten. Wenn du vielleicht hier sitzt und denkst, okay, das klingt irgendwie cool, ich habe mir noch nie wirklich darüber Gedanken gemacht oder ja, das geht voll in die Gedanken zusammen, wo ich mir auch schon viele gemacht habe, aber ich weiß gar nicht wie. Das ist alles so theoretisch. Wer ist dieser Jesus und was bedeutet das im Leben, sich wirklich sauber zu machen? Habe ich eine ganz große Ermutigung, auf die Leute, entweder die hier mitarbeiten, zuzukommen und einfach zu fragen, hey, wie geht das mit diesem Jesus-Ding? Oder wir haben draußen noch auf den Tischen ganz viele Kontaktkarten liegen. Das sind diese quadratischen Karten. Da kann man die Kontaktdaten hinterlassen. Und ich möchte mehr Informationen ankreuzen und bei Sonstiges einfach Jesus hinschreiben. Und wir melden uns dann bei euch. Man kann auch noch ganz viel anderes ankreuzen. Es lohnt sich, das anzuschauen. Oder es gibt doch was, wo die allermeisten von uns auch drin sind. Das sind Kleingruppen. Da geben wir uns auch Zeit, um genau über diese Fragen nachzudenken. Hey, was bedeutet das eigentlich?
um mehr über Jesus herauszufinden, um immer wieder sich zu erinnern, lass uns da reingedreht sein. Und wie geht das überhaupt? Und dazu gibt es im Herbst auch Kleingruppen, die sich öffnen und die sagen, hey, für eine Aktion, die wir da haben im Herbst, wo es um Freundschaft, um Freunde geht und um ja, weiterzugeben, was wir in Jesus erlebt haben. Da gibt es Kleingruppen und da ist hinten so ein Tisch. Und wenn ihr denkt, oh, ich bin noch in keiner Kleingruppe, aber ich möchte mehr dazu wissen, meldet euch gerne da hinten in so einer Kleingruppe an oder fragt Leute über die Mailadresse oder sonst wie. Es ist so gut, sich mehr darüber Gedanken zu machen, sich darauf einzulassen, mehr über Jesus zu wissen und ein Leben mit Jesus anzufangen und zu starten. Okay, und als zweites habe ich eine Bitte, ganz praktisch für heute oder für die nächste Woche. Und zwar, beweg dich wie diese Lampe, beweg dich wieder ganz neu in Jesus rein, beweg dich auf Gott zu. Lass seine Nähe und seine grundsätzliche Bewertung über dich, dein Leben und Alltag beeinflussen. Such seine Nähe und seine grundsätzliche Annahme und Wertschätzung, sein sehr gut über dich als Ebenbild Gottes. Such das in deinem Leben. Dreh dich in Gott rein und lass dich davon beeinflussen. Dein Selbstverständnis, deine Identität, dein Lebensgefühl, alles darf dich da beeinflussen. Dein Blick auf andere, das macht einen Unterschied. Und als drittes eine Herausforderung, aber da würde ich sagen, mach dir gut Gedanken darüber, ob du das wirklich willst. Und wenn du bereit bist für eine Antwort. Weil die dritte Herausforderung ist, Gott nach konstruktiver Kritik zu fragen. Gott sieht den Dreck, Gott sieht, was nicht gut läuft. Frag Gott mal ganz konkret, wie er dich, wie er dein Leben, wie er dein Tun und Denken aktuell bewertet. Da wird vermutlich eine Antwort kommen, aber du kannst dich darauf freuen. Es wird eine ehrliche und eine sanfte und liebevolle Antwort sein. Vielleicht ein bisschen schmerzhaft, weil manchmal mögen wir Dreck auch, wenn er gut aussieht. Aber es ist gut, wenn er weg ist. Und Gott wird dich weiter und näher an das Gute und zu ihm führen, wenn du bereit bist, eben zu hören und dem zu folgen. Also Zuspruch, Rettung aus dieser Abwärtsspirale und ein Neuanfang ist für dich möglich. Beweg dich auf Gott zu und leb in seiner Bewertung über dein Leben und frag Gott, wenn du möchtest, nach konstruktiver Kritik. Wir haben jetzt noch ein bisschen instrumentale Musik, so im Hintergrund ein, zwei Minuten, wo ihr euch darüber Gedanken machen könnt. Was ist vielleicht für dich heute Schritt dran? Gott, du hast jedes einzelne Gebet erhört und gehört. Du hast unser Rufen nach dir wahrgenommen und du hast die Bitten und auch die Zusprüche mit angehört. Danke, dass du so sensibel bist und uns zuhörst, für uns da bist. Danke, dass wir reagieren dürfen und noch werden. Danke, dass wir mit dir auf dem Weg sind und dein Zuspruch gilt. Amen. Ich hoffe, dass jede einzelne Glühbirne zu Hause, in eurer Wohnung, in eurem Haus, euch daran erinnern wird, an den Zuspruch, an die Frage, bitte. Und das dritte war, ich weiß nämlich nicht mehr, sagt es nochmal, Herausforderung, gut, dass ihr es wisst. Und lieber Online-Zuschauer, ich wünsche mir auch weiterhin, dass du die Möglichkeit nutzt, heute an diesem Tag, an diesem Abend, an diesem Morgen zu reagieren. Wenn all das gesagte Wort hat im Endeffekt keine Auswirkung, wenn wir nicht darauf reagieren. Es sind nicht nur gesprochene Worte, sondern sie müssen Frucht bringen in unserem Herzen, in unserem Körper, in unserem Umfeld. Ja, das dazu. Und das wollen wir jetzt auch am Ende nochmal erleben. Wir wollen uns segnen und wir wollen auch unser ganzes Schulsystem und alles, all das segnen mit dem Vater unser, abgewandelt für unsere Schule. Und dafür dürft ihr einmal aufstehen. Wir werden es hier vorne auf der PowerPoint sehen und wir dürfen gemeinsam das Vater unser für die Schule beten. Jeder so laut und so deutlich, wie er es möchte, mit freiem Herzen.
Vater unser im Himmel, dein Name soll groß geschrieben werden an unseren Schulen. Zieh du selber in unseren Schulen ein, mit deiner Herrlichkeit und deinem Geist. Dein Wille, dein Plan soll an unseren Schulen wahr werden, so wie du es dir im Himmel gedacht hast. Lernen ist unser tägliches Brot. Schenke uns jeden Tag neue Freude dazu. Schenke auch den Lehrern Freude am Unterrichten. Wir danken dir für unsere Schulen. Wir danken dir für jeden. Du kennst sie persönlich beim Namen. Vergib uns, wo wir den Lehrern zu wenig Achtung und Respekt unterhaben. Vergib den Lehrern, wo sie über die Nöte der Kinder hinweg oder Taten andere verletzt haben. Schenke uns, dass wir einander vergeben können und hilf uns, versöhnte Beziehungen aufzubauen. Wir wollen uns achten und ermutigen. Wir wollen Rücksicht üben und einander in deiner Liebe begegnen. Danke, dass jeder Mensch und jede Schule dir wichtig sind. Hilf uns, den Geist der Gewalt und der Lieblosigkeit abzusagen. Ja zu sagen zu dir, zu deinem Geist der Liebe und der Wahrheit. Erlöse unsere Schulen von dem Bösen, von Süchten, Gebundenheit, Gewalt und Mobbing. Dein sind unsere Schulen. Wir bitten um deinen guten Segen und deinen göttlichen Schutz für die Schüler und Lehrer, ihre Familien, ihre Schulen, unsere Städte und unser Land. Amen. Das ist gut, dass ihr mit eingestimmt habt in diesen Segen. Gott liebt unser Gebet und freut sich daran. Ich lade euch natürlich ein, auch zum nächsten Gottesdienst, wenn nächste Woche Markus zum Felde da sein wird, der uns mit der Predigt dienen wird. Und gleichzeitig findet gleich noch der zweite Gottesdienst statt und danach noch Bring and Share. Also wenn jemand noch mal einen zweiten Gottesdienst miterleben will oder einmal um den Block laufen möchte oder auch zweimal, dann nehmt euch die Zeit. Ansonsten wundervollen Sonntag. Bis dahin.